jetzt nochmal die Finalistin Thea Steimer. Okay. Nochmal. Die Würfel sind gefallen. Der Text heißt Error 4.0. Punkt, Punkt, Punkt. Nicht mehr lesbar, da Bildschirm zerschlagen. Es scheint etwas zu, wie das Fehlen im ersten Satz. Der amerikanische Online-Guru meiner Mutter meint, das sei Unsinn, dass Dinge sinnlos, sinnfrei oder ohne Sinn sein könnten, wie dieser Sing-Sang von Sins, die Sinne betören, aber beim über den Sinn der Aussage sinnieren kaum assistieren. Der Sinn wäre einem laut ihnen nur noch nicht in den Sinn gekommen, man habe den Sinn schlicht noch nicht ersonnen. Doch ihm fehlt was. Der Realitätsbezug, und damit will ich nicht sagen, sein Geschäft sei Betrug, denn mir fehlt die Motivation dazu. Ich will nur sagen, wenn dieser Guru wirklich die Art Magier ist, die vom Dach pisst und dann den Strahl Urin wieder einsaugen kann, dann sollte er etwas gegen Trump tun, anstatt seine Karriere auf den zerbrochenen Träumen von Individuen im Midlife-Crisis aufzubauen, deren Lebensmotto I had a dream, lautet. Die spüren, dass da etwas fehlt, was sie innerlich quält, jede Sekunde zerreißt, das man nicht beim Namen nennen kann, weil man nicht weiß, wie es heißt, also nennt man es irgendwas und vergisst es. Und ich vermisse wegen dieses Gurus die USA. Dabei war ich noch nie da. Genauso wie ich Nivea, Shampoo, Nike-Turnschuhe, 20.000 Nokia-Handys und einen Snickers vermisse. Obwohl ich nicht weiß, wie Snickers schmeckt oder was man im 21. Jahrhundert mit Nokia-Handys bezweckt. Ich will es einfach zurück, weil ich es nie gehabt habe und es daher die Chance gibt, es sei das ewige Glück. Und bei Nivea-Shampoo ist mir egal, dass ich nicht einmal weiß, ob es das gibt. Ich will es. Jetzt. Und eine Katze. Ich brauche eine. Scheiß mal auf die Katzenhaarallergie. Meine Mutter meint, das wäre eine Schnapsidee, doch ich denke eher deliziöser Cognac. Denn mir fehlt diese Katze in etwa so sehr, wie meiner Oma das Verständnis für moderne Technologien fehlt. Meine Oma. Der wir, als sie mit ihrem Tastentelefon nicht zurechtkam, davon überzeugen konnten, ihr fehle ein Smartphone. Nun sucht sie verzweifelt nach jemandem, der ihr das Tastentelefon repariert, damit sie uns anrufen und um Hilfe mit ihrem Smartphone bitten kann. Von dem sie überzeugt ist, dass es nicht geht und dass sie es einfach nicht versteht, ruft einen an, ruft, ich kann das nicht, ruft zu einem hinauf wie zu einem Gott mit zitternden Händen, als wäre man selbst der Technikmeister, dazu ein Sklaventreiber und könnte sie per Elektroschocktherapie dazu zwingen, mit diesen Dingen umgehen zu können, denn sie muss das wissen, weil das jeder weiß. Und sie wäre gerne Teil von diesem eingeweihten Kreis. Denn sie spürt, dass ihr etwas fehlt, was sie innerlich quält, jede Sekunde zerreißt und was sie nicht benennen kann, weil sie nicht weiß, wie es heißt. Und in dem Telefonbuch unter Name steht halt auch nur, fehlt. Ich habe entschieden, wie nur miese Erben entscheiden, meine Oma zu lieben, aber fern zu bleiben, wenn ihr Aldi-Phone sich mal wieder als kleiner Quantencomputer entpuppt. Ich mache das wie Ermittler in NSU-Konflikt, einfach nett lächeln und winken, wenn der Feind in Erscheinung tritt. Lasse an meinem Schutzschild alle Anfragen abprallen, wie das Smartphone die PIN-Vorschläge meiner Oma. Habe jede Emotion gekillt, sage nichts und das dann da Coda. Stattdessen spiele ich Schach, Tag und Nacht, bis zur Sehnscheidenentzündung und bis diese wieder verschwindet, weil meine Hand die Verbindung zum Hirn nicht gelingt, egal, matt setzen kann ich auch mit links. Und ich spiele und denke daran, dass mein kleiner Bruder gut spielen kann und dass ich gerne mit ihm spielen würde, dass er mir fehlt. Ich weiß außerdem auch, Marcel Duchamp hat Schach gespielt und der Mörder in Twin Peaks und Alan Turing, wenn er nicht gerade Enigma knackte und viele alte Männer in Cafés um die Welt mit dem Schachbrett auf der Aluplatte. Sie alle und mehr lasse ich sich um mich versammeln. Sie übernehmen die Rollen von Schachfiguren. Kann sie mir so gut vorstellen, dass sie mir nicht mehr fehlen und ich nicht mehr einsam bin. Dass sie alle ihre Rolle wählen. Nur für meine Oma reserviere ich die der schwarzen Königin. So spiele ich mit ihnen. Ohne Pause.
bis der Himmel blau-weiß kariert erscheint. Spiele gegen mich, da sich auf diese Weise alle Macht in mir vereint und ich so keine Angst haben muss vor ungewollten Außeneinfluss. Bin hier sicher vor allen Fremden in meinen vier Wänden, die ein hermetisch geschlossenes, dreidimensionales Spielfeld für mein Leben abgeben. Doch sobald ich zu müde bin, um selbst gegen mich selbst zu gewinnen, dann fällt meine schwarz-weiß karierte, für mich perfekt kartierte, mit Koordinaten versehene, in sich schlüssige, homogene Welt in sich zusammen. Und ich merke, dass mir etwas fehlt, mich innerlich quält, ständig zerreißt. Und von dem ich nicht weiß, wie es heißt, denn es fehlt eben dieses Fehlende und es zu benennen, wäre ein Fehler. Thank you.